Gott, ich will eine neue Videoreihe anfangen. Die Videoreihe heißt Reden wir über und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und ich will, dass ihr als nächster euch ein Thema überlegt. Von mir aus kann jemand gerne ein Thema in die Kommentare schreiben. Und die, die dafür sind, können es ja liken. Egal welches Thema, ernste Themen, irgendwas. Ich mag nämlich irgendwie nicht weg jetzt vom Beauty, keine Sorge. Aber ich möchte auch ein bisschen was anderes auch machen. Besonders, dass ihr mich auch besser kennenlernt. Deswegen lest ihr auch gerade den Titel. Reden wir über Shay, also über mich. Und ich will das nächste Mal halt ein Video machen über das, was ihr reden wollt. Zum Beispiel, wenn ihr meine Meinung wissen wollt oder so drüber. Das würde mich, also mir würde so eine Videoreihe echt gut gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir mit mir an. Und zwar, ich bin 27 Jahre alt, arbeite bei Müller, das wissen eh schon viele. Mein richtiger Name ist Jeanette. Ich hasse diesen Namen. Habe ich von meinem Vater bekommen. Also meine Mama hat mir das so erzählt, dass angeblich die Janet Jackson im Fernsehen gespielt hat und sie noch keinen Namen für mich hatten. Und deswegen kam dabei Jeanette raus. Man schreibt mich auch so wie die Janet Jackson und nicht wie die Jeanette Biedermann, Gott sei Dank nicht. Ja. Dass ich kaffeesüchtig bin, das wisst ihr bereits, glaube ich. Da möchte ich noch gerne über meinen YouTube-Namen reden. Und warum ich mit YouTube angefangen habe. Das, glaube ich, ist für viele sehr interessant, weil ich habe jetzt schon sehr viele Abonnenten und viele kennen mich ja noch nicht so gut, weil die meisten ja neu dazukommen sind. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal den Namen und wie das dazu kommen ist. Also anfangen mit YouTube wollte ich, weil ich meine Meinung sagen wollte zu manchen Sachen, zum Beispiel eben über Produkte, über sonstiges. Deswegen habe ich persönlich mit Videos angefangen und auch weil viele YouTuber mir so gut gefallen haben und mir das auch gefallen hat, wie die das machen. Deswegen mache ich das noch immer so altmodisch und nicht so wie die anderen alle. weil ich dabei auch bleiben will bei dem altmodischen, weil mich das vor die Kamera setzen, reden einfach, das reicht mir vollkommen. Und nicht jedes Produkt einzeln filmen und die Kamera halten. Nee, dieses YouTube meine ich nicht. Ich meine das ganz alte YouTube. Früher hat mich die Maren, ihr kennt sie sicher, sie war eine der wenigen und auch die Reni, die jetzt vor kurzem auch wieder ein Video hochgeladen hat. Also die waren die wenigsten, wo ich sagen kann, das sind die, warum ich auch unbedingt Videos machen wollte. Mein YouTube-Namen, ich habe mal ein Buch gelesen über eine Dämonin, die Shay heißt, und ich fand die so cool in dem Buch. Ich müsste mal gucken, welches Buch das war, aber ich fand die sowas von cool, lustig und ich habe mich totgelacht bei dem Buch. Und deswegen habe ich mir gedacht, Shay ist sowieso ein schöner Name und deswegen nehme ich den als YouTube-Namen. Und Fleming, da gibt es eine Buchautorin, die heißt Fleming und ich habe das ein bisschen umgeändert in Fleming, weil ich immer zu ihr sagte, Fleming statt Fleming. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon falsch sage, dann kann ich ja den Namen selber für mich benutzen. Also, ja. Ich habe noch drei weitere Geschwister. Mein Bruder, den habt ihr mal, glaube ich, in irgendeinem Follow Me Around ganz kurz gesehen. Aber ich glaube nur ganz, ganz, ganz kurz. Und wenn er mein Fenster anklopft, dann hört ihr ihn. Und meine größere Schwester. Die kennt ihr ja durch den Videos. Mit meiner anderen Schwester habe ich keinen Kontakt mehr. Darauf will ich auch nicht näher eingehen. Also ich habe zwar drei Geschwister, aber der näheste Kontakt ist mit meinem Bruder und mit der ältesten Schwester. Ich bin sehr vertrauenswürdig, also mir kann man alles erzählen. Ich erzähle jetzt nicht weiter. Das ist ernst gemeint. Vielen kommt das vielleicht nicht so vor, aber man kann mir wirklich auch alles erzählen, ohne dass ich irgendwie gleich am nächsten Tag zu demjenigen renne und ihm das erzähle. Ich bin in den Jahren, seit ich bei Müller bin, so gut darin, was echt? Das habe ich noch nicht gewusst. In dem bin ich so gut seit die 3 Jahre Müller. Deswegen bin ich noch vertrauenswürdiger geworden, glaube ich, durch die 3 Jahre Müller. Ja. Mir kann man wirklich, 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 wirklich alles anvertrauen. Was ich halt persönlich nicht mag, ist, wenn man mich anlügt. Das hasse ich wie die Pest. Wenn man mich anlügt, ist man bei mir unten durch. Und bei mir geht das sehr, sehr schnell, dass manche Leute sehr schnell unten durch sind. Ganz, 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 ganz schnell. Also, ich habe auch eine Zeit lang mit meiner Cousine keinen Kontakt mehr gehabt. Ihr habt es auch gefragt nach ein paar Mal nach der Kathi unter ein paar Videos. Also bei mir geht das sehr schnell. Man muss nur irgendwas, nicht Fieses sagen oder so, aber man muss halt nur irgendwas machen, was mich wirklich verletzt. Und dann kann man, so wie es bei meiner Schwester eben jetzt ist, bei der Zweitgeborenen,
man muss irgendwas machen, was mich fürchterlich verletzt, egal was. Es muss nicht mal mich betreffen, sondern auch Leute in meiner Umgebung. Und ich will nichts mehr mit den Menschen zu tun haben. Ist bei einer jetzigen Freundin nämlich aktuell auch so. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen soll, aber die... Wie soll ich das erklären? Sie ist einfach dämlich. Sie ist einfach dämlich und das... Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also mit der will ich auch keinen Kontakt mehr haben. Und sie hat vor kurzem mich angeschrieben und ich habe schnippisch zurückgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, lass mich in Frieden, weil du meldest dich sonst eh nie bei mir, nur weil du jetzt ein zweites Kind bekommst, meldest du dich bei mir. Ich weiß, klingt ein bisschen fies, aber wenn man dran denkt, was sie nicht fieses gemacht hat oder so, aber sie ist halt, ich finde, sie ist kein guter Mensch und sollte auch keine Kinder kriegen. Klingt vielleicht jetzt hart, aber wir wissen auch den Hintergrund nicht. Sorry. Also weiter geht's gleich. Viele haben das, glaube ich, schon mitbekommen. Ich liebe Animes und Mangas. Das war bei mir schon in der Hauptschule so. Ich liebe es einfach. Ihr wisst, ich gehe so gerne auf die Comic-Messe und ich verkleide mich auch gerne. Und leider komme ich nie dazu, weil halt die Arbeit im Weg ist meistens. Ich würde gerne mehr Cosplay auch machen, aber ich komme einfach nicht dazu. Deswegen, ja. Aber ich liebe Animes und Mangas. So wie Metal Gear. Metal Gear ist mein Leben, kann man fast sagen. Sorry, ich hackel da alles ab, falls euch das aufgefallen ist, weil ich da eine Riesenliste habe. Sogar mein Freund hat was dazu geschrieben. Also das hier ist meine Schrift und das hier ist die Schrift von meines Freundes. Sehr nett, oder? Dass der da einfach was dazu dichtelt. Okay, dichtelt ist gut, das stimmt sowieso, aber ja. Also kommen wir gleich zu dem. Ihr wisst ja, dass ich einen Hund habe namens Sparky. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ich glaube, er ist draußen. Ich habe ihn auch versucht, selber zu scheren. Ja, aber dazu, ich will auch mehr Follow-Me-Around-Videos mehr machen, weil irgendwie vermisse ich das, aber irgendwie habe ich kein, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, es guckt keiner. Naja, ja, obwohl ich das so gern mache. Sorry, wenn ich meinen Haaren rumfummel, aber ich habe sie mir gewöhnt. Ja, ich bin seit fast 4 Jahren, es sind 3,5, beziehungsweise über 3,5 Jahren, mit Jan zusammen und auch sehr, sehr, sehr glücklich. Das sage ich nicht nur, weil es da steht, sondern das ist auch wirklich so, weil er hat es geschrieben. Wir sind jetzt sehr, sehr lang zusammen. Es kommen auch viele Fragen, wann wir, also viele ist übertrieben, aber es kommen halt ein paar Fragen, wann wir Kinder kriegen, wann wir zusammenziehen. Wir machen sich selber Gedanken über die Sachen, keine Sorge. Wir müssen halt noch viel über das reden. Wir haben halt beide kaum Zeit. Er geht arbeiten, ich gehe arbeiten. Wir haben wirklich wenig Zeit miteinander. Deswegen, ich weiß, deswegen ist das wichtiger, dass man zusammenzieht. Aber ja, es ist halt auch die Frage, wohin und so. Und deswegen wird es halt sicher nicht mehr lang brauchen, aber wir werden auch bald sicher zusammenziehen. Bald. So lange, soweit es halt möglich ist. Weil, ja, ich glaube, ich muss euch da gar nichts sagen. Wohnung suchen ist wirklich nicht leicht. Wirklich nicht leicht. Wir hätten jetzt auch eine in Aussicht, die haben wir, aber wir haben noch keine Zeit gehabt, die uns anzuschauen. Also, ja. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich nicht mehr Follow Me Around Videos machen soll. Also auf meinen anderen Kanal, weil dann lernt sie mich auch ein bisschen mehr kennen. Das ist mir irgendwie zurzeit ein bisschen wichtig. Weil ich seit diesen schlechten Kommentaren irgendwie das Gefühl habe, das Bedürfnis habe, mich ein bisschen besser also ein bisschen mehr vorzustellen als andere YouTuber. Ich mache jetzt aus meinem Privatleben nicht so ein Riesengeheimnis, außer das, was ich euch wirklich jetzt nicht sagen will. So wie das mit zwischen meiner Mama und meinem Dad, das wollte ich ja auch euch nicht erzählen. Ihr habt das alle verstanden. Oder das jetzt mit meiner Schwester, warum der Kontaktabbruch ist, bla bla bla. Also, so gut es geht, will ich sowieso ehrlich sein zu euch. Ich sammle Schneekugeln. Ich kann euch da auch mal, ich hoffe, ich kann das filmen, wenn es nicht so staubig ist, aber ich sammle Schneekugeln schon sehr, sehr lange. Ich habe auch ganz, ganz viele. Aber nicht nur Schneekugeln, sondern auch so Teile, wo auch eine Blume drin ist im Wasser. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen. ja, ich habe mal gezeichnet. Ich habe aber aufgehört. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber ich kann euch hoffentlich Fotos einblenden. Oder ich hole euch die Mappe. Ich habe sie euch mal geholt. Also das ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe halt gern gezeichnet. Das Problem war nur, ich habe mir meine eigenen Figuren zu den verschiedenen Animes selbst dazu erfunden. Das ist jetzt zum Beispiel Wedding Peach. Ja? Das wäre meine Wedding Peach Figur. Jetzt weiß ich, warum ich mir damals die Haare schwarz gefärbt habe, glaube ich. So sieht die Zeichnung aus. Ja, da gibt es halt ganz viele verschiedene. Ich habe das sehr, sehr oft gezeichnet. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ich habe aber wirklich sehr, sehr oft gezeichnet.
von Sailor Moon oder Winx Club habe ich mir auch meine eigenen Figuren erfunden. Da habt ihr die von Winx Club. Dann von Sailor Moon. Ich konnte nie Hände zeichnen, deswegen habe ich die immer da hinten versteckt hinterm Körper. Sehr intelligent, oder? Ja, Inuyasha, die gefällt mir aber nicht so, die zeige ich euch nicht so. Digimon habe ich auch gezeichnet. Ja, was kann ich noch schnell sagen? Doremi, ja, das war nämlich auch eine meiner Lieblingsserien. Da finde ich nämlich, das habe ich echt schön gemacht. Also früher, ich glaube, jetzt könnte ich gar nicht mehr so zeichnen wie damals. Das finde ich ja überhaupt so schön. Könnt ihr sehen, ich hoffe... Das, ja, ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe damit. Ich glaube, weil ich keine Zeit mehr gehabt habe, weil ich habe in meiner Freizeit als ganz, ganz junges Mädchen immer zeichnet. Ganz, ganz junges. Oder von Kampfspielen, so Kostüme und so, habe ich auch immer zeichnet. Oh, lustig, oder? Ich habe das mal vor kurzem gefunden und habe mir gedacht, ich erzähle euch das mal, dass ich früher so gern zeichnet habe. Mir fehlen leider ein paar Zeichnungen, ist mir aufgefallen. Oder mich als Prinzessin. Ist das nicht süß? Peinlich, was daneben steht, aber was soll's, ich zeig's euch trotzdem. Das Kleid von Ariel, da ist auch das Kleid von Ariel. Jasmin-Outfit. Ich finde das irgendwie süß. Und was noch peinlicher ist, war meine verliebte Phase in Zeichentrickfiguren oder Videospielfiguren. Das war echt eine fiese Phase. Na, Schatzi! Das war echt eine fiese Phase. Und ganz, ganz schlimm war es bei Sora von Kingdom Hearts. Ich weiß, es ist voll peinlich, dass ich euch das zeige, aber schaut euch das an, das soll ich sein. Und Sora weint sogar. Habe ich das nicht gut hinbekommen? Das ist auch ganz süß geworden, finde ich. Da sitzen wir auf dem Baum, wo wir uns eine Papo-Frucht teilen. Ist das nicht niedlich? Ja. Dann das sogar noch eine Ab... Das habe ich nicht selber zeichnet. Das ist abgepaust mit einem Baus... Abbauspapier, glaube ich, heißt das. Das ist die My Valentine von Yu-Gi-Oh! Meine Freundin und ich, die Amy, die kennt sie, wir haben beide dasselbe gemalt. Also beide selber abbaust und beide selber gemalt. Und ich habe ihr das geschickt vor kurzem und sie hat ihre Zeichnung sogar auch noch. Also das finde ich auch witzig. Ja. Ja. Also ganz, ganz viel. Ich fand auch Shin-Chan so witzig. Ich habe da mal die Mopsy gezeichnet. Mit leise Früchten. Keine Ahnung, warum Früchte. Das dürfte mich nicht fragen. Dann von dem Goofy-Film habe ich auch ein paar. Die sind halt nicht so gut geworden. Die sind echt nicht so schön geworden. Außer die da. Die ist schön. Ja, ich habe früher echt gern zeichnet. Ich weiß gar nicht, warum ich da damals aufgehört habe. Kann ich euch echt nicht sagen, warum ich da aufgehört habe. Ja. Aber ich habe aufgehört. Ja. Ja, leider kamen keine Fragen. Ich habe extra auf Facebook geschrieben, dass ihr mir gerne Fragen stellen könnt, wenn ihr welche habt. Leider kamen keine, deswegen, ich hätte jetzt nämlich ein paar Fragen beantwortet, aber leider kamen jetzt keine. Aber falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich fand es ziemlich witzig, euch das zu zeigen, weil, ja, ich habe auch vor kurzem ein Heft gefunden. Dieses Heft, was ich da euch vorher gezeigt habe, was ich jetzt... Die Zeichnungen habe ich in meinem Schrank gefunden, wo ich die ganzen alten Sachen drin habe. Und ich habe das mal aussortiert, weil ich was gesucht habe. Und habe auch ein ganz, ganz altes Heft gefunden, wo wir unsere Lehrerin damals immer geschrieben haben. Ja, also voll witzige Sachen. Voll ganz, ganz witzige Sachen. Und ich habe mir gedacht, damit ihr mich ein bisschen kennenlernt und ja, wisst, was ich so gern mochte oder was ich damals gemacht habe, habe ich mir gedacht, mache ich mal das Video. Ihr könnt es mir gerne schreiben in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Egal welche, ihr könnt es mir gerne schreiben. Wir werden jetzt ja sehen, ob ich darauf antworte oder nicht. Was noch wichtig ist, bitte, 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 ich will diese Videoreihe behalten. Reden wir über... Und ihr könnt euch das nächste Thema aussuchen. Egal was. Ob es über Schwule geht, über Lesben geht, also über Homosexualität zum Beispiel. Oder egal was. Ihr könnt mir... alle einen Vorschlag machen. Ich würde mich wirklich drüber freuen, wenn wir die Videoreihe so lassen würden. Ich finde das nämlich interessant, dass wir dann auch mal über was anderes diskutieren. Außer bitte Politik. Ich hasse Politik. Und die Wahlen war vor kurzem. Ich war wählen, aber ich hasse die Politik. Und darüber werde ich nicht reden. Das wollte ich noch in dem Video erwähnen. Darüber werde ich nicht reden. So. Ich habe noch eins vergessen, aber ich glaube, das wisst ihr schon. Ich bin ein großer Halloween-Freak. Ein ganz, ganz großer Halloween-Freak. Und ich werde mir nächstes Jahr neue Freunde suchen, weil alle Freunde, die ich habe, die sind für den Po. Aber wirklich für den Po. Nicht alle, aber manche. Ja, nur so viel dazu. Also,
mit meinen Freunden sein. Nein, Spaß, das ist jetzt irgendwie krank. Ja, also ihr könnt mir gerne mal noch schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich würde mich wirklich freuen. Also bis dann, bye!